Und damit recht herzlich willkommen zurück zu Let's Play Monstrum. Es ist ja eine ganze Weile her, das Problem ist bloß, man braucht sehr viel Zeit am Stück, um mal ein paar Folgen Monstrum aufzunehmen, weil man kann ja schlecht speichern oder ähnliches. So, jetzt bin ich mal gespannt. Taschenlampe funktioniert. Nichts drin. Ja, das kann man mitnehmen. Zu Let's Play Monstrum, ich schätze mal. Ich glaube, ich sollte es nicht anschalten. Ja, wir brauchen so eine Sicherung und wir müssen C. Achso, Note 10. Stimmt, wir fangen ja wieder von 9 an, bin ja auf einem neuen PC. Aber wer die vorigen Let's Plays gesehen hat, der weiß, was drin stand. Wer es nicht weiß, kann Pause drücken und sich das durchlesen. Ich glaube, ich habe es beim letzten Mal übersetzt, aber wir sind ja bei 10, 13. Wir sollten eigentlich die ersten zuerst lesen. Sie hat eine Frauenstimme draußen gehört. Ich bin ja mal gespannt, was für ein Monster wir jetzt erwischt haben. Vielleicht haben wir noch ein neues, vielleicht nicht. Ich glaube, das mit dem leise. Ei. Doch, wir sind immer noch in Socken unterwegs. Bedeutet, also von früher und das Kind, also jeder, der sich auskennt, sollte wissen, wenn man in Socken unterwegs ist, kann man definitiv schleichen und macht nicht so einen Krach wie der beim Laufen. Wie ihr es vielleicht hört. Hallo? Kaputt, durchgerostet. Blutfleck. Oh je. Hä? Okay, dann versuche ich mich mal nicht fressen zu lassen. Na klasse. Ich bin mir ja nicht sicher. Doch es gibt ein Monster, das die Lichter zum Flackern bringt. Da dort die Lichter flackern. Was auch immer das ist. Flackert auch etwas. Das muss aber nichts heißen. Oh Gott, ich krieg schon wieder Zustände. Dieses Spiel. Ich lasse die Tür auf. Keine Ahnung, das flackernde Licht irritiert mich trotzdem. Vielleicht ist es ja doch in der Nähe. Ach ja, kann man rausschauen. Der Drang ist hoch, die Tür zuzumachen. Was denn jetzt? Oh, ich habe einen Stuhl umgeschmissen. Hoffentlich nicht zu laut. Okay, hier ist jedenfalls nichts von, also nichts Sinnvolles drin. Es gibt, glaube ich, auch drei Möglichkeiten hier abzuhauen: U-Boot, Helikopter und Rettungsboot. Oh, jetzt flackert es aber ganz schön, oder? Oha. Shit. Nee. Ach. Da habe ich lieber dieses Monster, was total laut überall aufstapft und Krach macht und mir nur sinnlos hinterher rennt. Mit diesem Vieh hatte ich schon meine Begegnung gemacht und die war nicht so gut gelaufen. Ich trinke erstmal einen Schluck Kaffee. Gott, das jagt einen ja gleich wieder einen Schauer über den Rücken. Jucht, verdammt. Was machen wir denn da jetzt? Hallo? Noch da? Flackert nichts mehr. Vielleicht sollte ich einfach mal die Musik bei dem Spiel ausstellen. Ich habe das Gefühl, dass die Musik das Schlimmste ist.
Da flackert noch was. Ich gehe mal da lang. Hier ist nichts mehr. Okay, es flackert auch nicht mehr so schlimm. Hallo? Die Tür habe ich nicht aufgemacht. Schlau wäre es, einfach mal immer dahin zu gehen, wo dieses Vieh gerade nicht ist. Das Lustige ist, dass die sich ja meistens, obwohl der Entwickler ja gesagt hat, ja, das cheatet nicht, das teleportiert sich nicht, das ist alles, also wenn, also es ist wirklich sozusagen willkürlich, wo das dich auf dem Schiff trifft, weil es sich nicht teleportieren können soll. Ich halte das aber ziemlich für Quatsch, weil das Vieh eigentlich prinzipiell immer in der Nähe ist, wenn man irgendwo ist. Ein Helikopter. Wow, ich stehe gerade im Licht. Der ist leider, den müssen wir betanken, den müssen wir aufschließen und den müssen wir das Zeug abmachen. Dann können wir damit verschwinden. Das geht leider nicht so schnell. Hey, Ship, how... Ach, Objectives. Ja, wie bin ich nur hierher gekommen? Da muss doch ein Weg sein, um hier rauszukommen. Schau mal. Ja. Frage ich mich auch, wie die auf dem Schiff gelandet sind. Aber ein bisschen der Story haben wir ja schon aufgedeckt. Letztens. Also letztens. Die Let's Play ist ja schon eine Weile leer. Tut mir auch leid dafür, aber... Wie schon gesagt, es ist sehr schwer, da mal Zeit genug am Stück zu finden. Die Aufnahme ist aber definitiv diesmal besser als die letzten paar Mal und es ist auch flüssiger. Auch wenn das Spiel grafisch eigentlich jetzt nicht so der Brüller ist, hat es doch ganz schön Ressourcen gefressen, muss ich sagen. Das ist ein langer, vertrauenswürdiger Gang. So wie ich ihn mag. Hä? Ich hoffe, es ist nicht zu dunkel für euch. Für mich ist es relativ gut sichtbar. Es ist nicht, dass ich es nochmal nachbearbeiten muss. Geht's denn hier hin? Oh, hier ist was drin. Ich sollte vielleicht irgendwo ein Licht anmachen, denn wenn kein Licht ist, dann... Dann weiß ich ja nicht, wenn es kommt, weil es ja flackert und so. Medikit! Gibt's denn nicht irgendwas so... Harpune oder... Oder, keine Ahnung... Geisterjägerzeug. Ein Silberschwert. Das wäre doch was. Hallo? Was ich mir bei den Spielen auch wünschen würde, wäre eine Möglichkeit, seitwärts zu gehen, während man schon seitwärts guckt. So. Ja, aber das geht leider nicht. Hier sieht es interessant aus. Kann man sich ja irgendwo verstecken für einen Notfall? Ja. Ich mache diese Türen vorsichtshalber schon mal vorher auf. Falls es kommt, können wir da ganz schnell reinhuschen. Ist hier was Sinnvolles? Klang komisch. Ich habe das doofe Gefühl, dass es gerade kommt. Vor allem, wenn man das mit Headset spielt, so ein hässliches Spiel, dann... Ah, ich hab's gewusst. Da kann ich euch jetzt erzählen, was ich jetzt sagen wollte. Wenn man das mit dem Headset spielt, so ein blödes Spiel, dann ist das noch viel intensiver. Das Gute ist, wenn man Amnesia gespielt hat, konnte man speichern und dann war gut. Dann konnte man seine Seele erholen lassen. Dieses Spiel ist da gnadenlos, da muss man durch. Mal kurz lauschen. Vor allem, was atmet der so laut hier drin? Wird die Luft langsam knapp oder was? Oder riechst du deine Socken zu sehr und kriegst keine Luft? Na, wer weiß. Ja, jedenfalls, von den Amnesia-Machern. Total cool. Da kommt jetzt, drittes, viertes Quartal dieses Jahr
kommt ein neues Spiel raus. Das sah Hammer aus. Das wird auf jeden Fall Let's Played. Bin ich totaler Fan davon. Und ja, bin ich schon gespannt drauf. Aber bis dahin will ich es auf jeden Fall schaffen, noch von diesem Schiff hier runterzukommen. Mal sehen, ob wir das diesmal schaffen. Ob der Kaffee dafür reicht. Ich mache jetzt mal die Tür auf. Scheinbar nicht hier. Wir hatten jetzt alles durchgesucht, ne? Man muss immer. Ah! Gut, wir können den Helikopter schon mal losschneiden. Ich wollte gerade sagen, man muss dann nämlich immer genau gucken, dass man nichts übersieht. Dass der es aber auch nie hinkriegt, mal leise zu laufen. Da gehe ich jetzt gleich mal wieder hoch und schneide den Helikopter los. Hier sind die Lichter an, das ist gut. Bedeutet mir merken, wenn das Teil kommt. Alter, du hast Socken an. Niemand macht so einen Krach nur mit Socken. Furchtbar. Aber das ist eine gute Möglichkeit, in einem Spiel den Schwierigkeitsgrad einzustellen. Wenn ich ein Horrorspiel machen würde, würde für mich bedeuten, Schwierigkeitsstufe in dem Sinne, man muss nur den Protagonisten, den man spielt, dementsprechend bescheuert machen. Desto bescheuerter, desto schwerer wird's. Da drüben flackert's. Da schwebt's. Ach, Mann. War ja klar, ich hoffe, das guckt ihr nicht über die Reling. Ich würde gern rennen, aber ich glaube, dann hört's uns. Blödes Vieh, verschwinde doch. Ich wollte jetzt gerade das Zeug da losschneiden. Wir haben immerhin, wenn man keinen Rucksack findet, nur ein begrenztes Inventar. Machst du leise, gefälligst. So, na gut, dann können wir da hinten jedenfalls schauen. Und da, wo es sich momentan gerade befunden hat, könnte ich dem Spiel sogar abnehmen, dass es tatsächlich sich nicht teleportiert hat. Alter. Mal dieses blöde Stolpern. Da waren wir vor uns drin, ne? War ja wieder eine. Ja. Wir brauchen Panzertape. Und da hoch müssen wir auch mal. Wie ging das gleich nochmal? Ich glaube, da konnten wir einfach im. Das ist normales Flackern? Es. Da hinten flackert's, da hinten kommt's. Da hinten kommt's. Das blöde Vieh verfolgt uns doch, kann ich ja durchlünschen. Ich bin zu klein! Ach. Das Gefühl, das schwebt gleich vor unserer Nase raus. Dann frisst's uns. Jetzt blinkt's nicht mehr. Wo ist es hin? Mach mich nicht fertig. Ich mache erstmal rundherum alle Türen auf. Und schau vorher durch, ob da was flackert. Ich glaube, das ist normal. Oh, hier möchte ich reinschauen. Da auch. Hallo? Niemand da? Da auch nicht. Flackert da was? Ich glaube, Springen ist sehr unklug. Da er schon mit Laufen so viel Krach macht, dann macht er natürlich mit Springen noch mehr. Ah, ist wieder so eine hässliche. Uha. Es ist da vorne, ist es irgendwo.
Da vorne. Ich wollte doch jetzt aber hier rein und rechts. Was war das denn für ein Geräusch? Ob man das noch schwerer. Was war denn das? Ob man das noch schwerer stellen kann? Und dann einfach mit mehreren Monstern zu tun hat, das wäre auch lustig. Ich mache schon mal Schranktür auf. Für einen Notfall. Also hier drin ist nichts. Aber hier ist ein Licht. Das bedeutet, die flackern, bevor es kommt. Und wir sind so Sachen jetzt so lange hier drin, ist sicher. Bis ich höre, dass es flackert und dann gehe ich in den Schrank. Ist eigentlich total easy. So viel dazu. Kommst du jetzt hier rein? Nee, oder? Alter. Halt doch mal die Luft an. Also. Passen wirklich da rein? Guck mal, jetzt kann er sich ganz leise drehen. Da tut Hovorn mit seinen Füßen, wenn er das auch beim Laufen könnte. Jetzt flackert schon nicht mehr. Das Vieh, das trollt uns. Ist doch nicht wahr. Gut, da gehe ich jetzt wieder raus. Lalalala. Das klingt nicht gut, aber flackert nichts. Wenn nichts flackert, dann sollte es nicht in der Nähe sein. Da ist ein Feuerlöscher. Kann man sich ja irgendwo verstecken? Da unten drunter, oder? Haben wir schon. Also wenn er so atmet, bedeutet das, wir sind versteckt. Ich hoffe, es kommt nicht gleich draußen vorbeigeschwebt. Nichts Sinnvolles. Kann man nicht aufmachen. Ah, so eine alte Heizung, die, die ist alt. Ne? Echt jetzt? Verdammt. Ach komm, bitte nicht, bitte nicht. Vielleicht da. Ne, jetzt hat es schon wieder aufgehört. Ich gehe mal so, das ist immer leiser. Auch wenn es doof aussieht. Vorne flackert's. Das wäre eine dämliche Kamera. Wir haben noch kein Panzertape gefunden. Das heißt, ich gehe am besten wieder raus. Puh. Ach Gott. Das kostet mich garantiert. Ja. Oh, na klasse. Obwohl, vielleicht habe ich es damit abgelenkt. Denn wenn es jetzt dahin geht, kann ich derweil zum Helikopter gehen. Oh Gott, ist das laut. Zum Helikopter gehen und den Helikopter befreien. Hoffe ich. Okay, sieht gut aus. So. Alles klar, los geht's. Das ist ja gar nicht laut. Alter, dann nimm doch einfach die andere Hand und. Ah, fuck. So. Okay. Ich werf's einfach hier hin. Brauche ich nicht mehr. Es wird eh gleich kommen. Ich habe die noch nie losgeschnitten bekommen. Coole Sache. So. Jetzt können wir uns unten weiter umsehen. Weil das ist irgendwo da vorne und denkt, ja, was ist hier passiert? So.